Platz auf einer Strecke, auf der er noch nie gewonnen hat. Der nächste Fleck auf der Vettel-Welt-Formel-1-Karte ist getilgt. Dann fehlen nur noch 6 Strecken. Und mit dem 41. Sieg holt er Senna, sein ganz, ganz großes Vorbild in Sachen Rennsiege heute an. Aber das ist schon was Besonderes. Und die Ferrari-Fans, davon gibt es hier sehr, sehr viele. Sie stehen auf und sie jubeln Sebastian Vettel zu in der letzten Runde. Makelloses Rennen von ihm und vor allen Dingen ein hervorragender Start. Und da sieht man mal wieder, was ein guter Start ausmacht. Und wir sind natürlich sehr gespannt, wie die Starts aussehen werden nach der Sommerpause. Absolut. Da werden die Karten ganz neu gemischt, wenn wir in Spa sind. Und hier kommt Stichwort Spa. Wenn Sie dahin wollen und wenn Sie jung und dynamisch sind und auch noch Musik hören wollen, es gibt eine Extra-Tribüne für junge Leute in Spa. Und da können Sie dann mal schauen, wie Formel 1 sich live anfühlt. Und jetzt können Sie, wenn Sie Ferrari-Fan sind und Vettel-Fan sind, aufspringen, jubeln, ein bisschen auf dem Sofa rumsteppen und sich freuen. Sebastian Vettel holt den 2. Saisonsieg für die Scuderia. Complimenti! Um unseren Italienischkurs vorhin von Jan Krebs nochmal aufleben zu lassen. Aber Complimenti und Gratulation auch an die Verfolger. Ein 2. Platz für Dani Quert. Red Bull meldet sich auf dem Siegertreppchen zurück und komplettiert dasselbe mit Rang 3 durch Dani Ricciardo. Auch das kleine Schwesterteam hat was zu feiern. Toro Rosso wird mit Max Verstappen 4. Er hat allerdings noch eine Kurve vor sich. Wird hier schon auf der Siegerrunde von Sebastian Vettel onboard mitfahren. Da ist er. Der jüngste Viertplatzierte aller Zeiten, Max Verstappen. Und der Ex-Weltmeister Fernando Alonso mit dem besten Ergebnis für McLaren Honda. Dahinter wird Hamilton 6. Grosjean ist vor Rosberg geblieben, 7. Rosberg dann 8. 9. wird Button, 10. Eriksson. Und am Ende haben wir 16 von 20 Autos im Ziel. Yes, Sebastian, yes, P1. Another flag in Maranello, well done. Grande Sebas, un grande. Bye, bye, bye. Grazie, ragazzi, grazie. Ja, der mi sentite, mi sentite? Forza Ferrari e un'altra bandiera in manda Maranello. E merci, Jules, cette victoire est pour toi. Cette victoire est pour toi. You will always be in our hearts. We know that sooner or later Jules would have been a part of this team. Grazie, guys. Und das, muss ich sagen, ist die beste Ansage, die ich in 22 Formel 1 Jahren nach einem Sieger oder von einem Sieger im Teamradio gehört habe. Der Gruß von Sebastian Vettel, natürlich nicht nur ans Team, sondern in erster Linie an Gilles Bianchi, auf Französisch und dann auch noch auf Englisch, mit dem Hinweis, früher oder später wärst du in diesem Team gefahren. Dieser Sieg ist für dich. Tolle Geste von Sebastian Vettel, ein großer Sportsmann. Grüßt einen, der leider nicht mehr bei uns ist. Wir sind ganz kurz weg und dann geht's weiter mit der Sieger. Und als letztes wurde der Helm von Gilles Bianchi in die Mitte gelegt. Ist das Gemma Boskovic gewesen, die Danny Ricciardo vorgehen? Ich denke ja. Und da kommt der strahlende Sieger. Da kommt Sebastian Vettel.
Minister überreicht den Pokal an Sebastian Vettel, der gerade gemeinsam mit seiner Truppe die italienische Hymne zelebriert und gefeiert hat. James Allison bekommt vom Hauptsponsor, vom Vizepräsidenten des Hauptsponsors, Pirelli, den Preis für das Team. Der nächste Politiker, der bei der Siegerung mitwirken darf. Und der Sieger des letzten Jahres, dieses Mal Dritter, Daniel Ricciardo, der Chef des Ungarischen Automobilverbandes. Und der Gruß nach oben, und auch das sicherlich eine Botschaft. Und es wird doch mit Champagner gesprüht. Ich hätte gedacht, dass man das vielleicht lässt, aber es gab genügend sehr würdevolle und angemessene Reaktionen und Erinnerungen. Da wollen wir jetzt dann auch nicht zu streng sein, wenn wir jetzt sagen, das hätte man vielleicht, auch wenn das der eine oder andere so sieht, vielleicht weglassen können. Ja, auch diese Meinung würden wir gelten lassen, aber die Fahrer haben sich eben so entschieden. Aber nochmal, die Worte, die Sebastian Vettel gefunden hat, im Auto, auf der Runde zurück in den Parc Fermé, die waren sehr, sehr beeindruckend, sehr, sehr schön. Ich glaube, besser kann keiner hier von den Piloten die Gefühle, die sie alle haben, ausdrücken. Jetzt warten wir auf die Interviews, auf die warten und freuen wir uns ja immer. Aber hier und heute vielleicht noch ein bisschen mehr. Denn der Mann, der diese Interviews macht, ist ein guter, bekannter Freund und Kollege. Deshalb begrüßen Sie Kai Ebel. Jona Potkivano, Sziasztok, Hungary. This is the 30th anniversary here on the Hungaroring. Das ist das 30. Mal, dass der Grand Prix auf dem Hungaroring gefahren wird. Gratulation, die Herren. Gratulation, Sebastian. Der allererste Sieg hier überhaupt. Wie stolz ist man da vor all diesen Menschen nach diesem wirklich speziellen Rennen? Ein unglaublicher Tag, ja, aber dieser Sieg ist für Jules. Wir wissen, das war eine ganz harte Woche. Für alle von uns ist das ganz schwierig. Deshalb widme ich den Sieg ihm. Und auch allen Leuten bei Ferrari, allen Ferrari-Fans. Wir wissen ja, er wäre früher oder später Teil unserer Familie, der Ferrari-Familie geworden. Dieser Sieg ist deshalb für Jules, den widmen wir ihm. Tolle Geste von Sebastian. Aber Sebastian, nochmal zurück zu diesem wirklich spannenden Rennen. Was ging Ihnen denn durch den Kopf, als Sie hörten, dass Safety Car kommt, ja, nach diesem tollen Rennen bis dahin? Ja, da sagst du mir natürlich, das hast du jetzt nicht gebraucht. Hat es natürlich aber am Ende nochmal viel interessanter gemacht. Ich hatte einen tollen Start, war toll, gleich in Führung gehen zu können. Das Auto war schwierig, aber doch toll zu fahren, war ein tolles Rennen. Wir hatten eine tolle Pace, eine tolle Geschwindigkeit im Rennen. Vielen, vielen Dank ans Team dafür. Und ja, schon ab Freitag bis jetzt, da hat alles zusammengepasst. Trotz Safety Car haben wir doch noch siegen können. Also den Sieg widme ich genauso auch dem Team. Danny Quert, das war der Tag der Überraschung. Allererstes Podium. Wie selbst von sich überrascht. Vielen Dank an alle. Das war ein hartes Rennen, das Ganze drumherum, aber ich glaube, jeder hier auf dem Podium hat das verdient. Ich muss dem Team wirklich sehr danken für diesen Podiumsplatz. Aber dieser Podiumsplatz, den widme ich zuallererst Jules Bianchi und seiner Familie. Wir haben einen tollen Typ verloren, einen tollen Fahrer. Ich denke wirklich jetzt nur an ihn, aber auch dieser Podiumplatz für mich ist eine tolle Leistung geworden. Vielen Dank für die Geste. Wann im Rennen haben Sie gedacht, heute könnte es klappen? Ja, nach Kurve 1 dachte ich, das war's jetzt. Da hatte ich schon so einen schlimmen Flatspot im Bremsplatten, dass ich dachte, da geht es jetzt nicht mehr weiter. Aber ich habe trotzdem gepusht. Es gibt Leute, die sagen, never give up, nie aufgeben. Und bis heute wusste ich nicht so recht, was der Spruch bedeutet. Heute habe ich gelernt, was der Spruch bedeutet.
niemals aufgeben. Irgendwann läuft es dann doch für dich. Vielen Dank, Danny. Jetzt kommen wir zum nächsten. Danny, unser Honigdachs, der Honey Badger, auch auf dem Podium. Da waren viele harte Kämpfe und Duelle auf der Strecke. Wie hart war es denn da für Sie? Es war irgendwie ein verrücktes Rennen. Ich hatte schon eine Kollision in Kurve 1, einen ziemlich dicken Schaden, da dachte ich, das Rennen ist vorbei. Dann nochmal mit Lewis nach dem Restart, da habe ich gedacht, jetzt ist es vorbei. Dann nochmal in Kontakt mit Nico. Aber wir haben durchgehalten über ein Zäh und ich habe wirklich alles gegeben auf der Strecke. War mit vollem Herzen dabei und so sollte es eigentlich auch sein. Also dieses Rennen widme ich auch Jules. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier auf dem Podium stehe. Fühlt sich an wie ein Sieg. Schon lange her, war eine lange Saison für mich bisher. Und ich habe wirklich heute, glaube ich, Stärke gewonnen. Und ja, ich widme schön den Sieg und das war's. Ja, es waren ziemlich viele Zwischenfälle heute. Nochmal zurück zu dem mit Nico Rosberg. Da müssen wir nochmal drüber sprechen, auch über den dritten Platz. Das war ja ein ziemlich hartes Manöver dazwischen, Ihnen beiden. Ja, ich war ziemlich weit hinten und wir wussten, auf der Geraden haben wir einfach nicht die Speed. Aber Sepp konnte auch nicht wegziehen, habe ich gedacht, wir sind schnell genug. Wenn ich mir Nico schnappe, kann ich Sepp vielleicht auch schnappen. Ich habe es dann versucht, da in der Phase war eigentlich das eine saubere Linie und dann kam Nico von außen da wieder rein. Ich hatte eigentlich nicht viel Raum, der mir da übrig blieb und dann habe ich den Reifen von ihm berührt, er meinen Flügel, es war eine knappe Geschichte, ist enttäuschend. Wir haben beide die Chancen auf den Sieg damit verschenkt, aber mehr will ich dazu nicht sagen. Vielen Dank, Daniel. Letztes Wort an Sebastian. Jetzt geht es ja in die Sommerpause. Ich weiß, Sie sind hier mit dem Mobile Home. Ja, warum nicht hier in Ungarn bleiben mit den vielen tollen Leuten vom Publikum? Ja, das Wetter ist toll, die Leute sind toll hier. Ja, jetzt haben wir eigentlich keine Wahl. Nein, nein, wir werden schon schön feiern heute Nacht. Wir erinnern uns ja auch noch, was in Malaysia nach dem Rennen passiert ist. Ich hoffe, es wird ganz ähnlich, aber es ist toll. So viele Fans hier, so viel Unterstützung an der Strecke. Auch viele deutsche Flaggen, was ganz Besonderes. Vielen Dank. Dankeschön an die Protagonisten bei der Siegerehrung. Vor 30 Jahren beim Ungarn-Debüt, da war Christian Danner der einzige Deutsche und schied im Rennen aus. Heute beim 30. Jubiläum haben wir einen deutschen Sieger, der heißt Sebastian Vettel. Alle anderen Platzierungen sehen Sie jetzt nochmal, denn jetzt kommt das Rennergebnis. Wir sagen Tschüss aus der Sprecherkabine und Niki Lauda und Florian König übernehmen.